Nun gibt es ja Leute, die den Heiligen Geist so ein bisschen wie so einen Hausmeister behandeln. Das heißt, der muss alles reparieren, aber man darf ihn nicht sehen. Und eine persönliche Beziehung will man eigentlich auch nicht wirklich haben. Aber eigentlich gehört ja der Heilige Geist zur dritten Person der Gottheit. Und er möchte genauso wie der Vater und der Sohn eine Beziehung mit uns haben. Und er möchte uns seine Liebe und sein Reichtum mitteilen und schenken. Und das ist das Entscheidende, worum es eigentlich beim Pfingstfest geht. Der große Big Bang sozusagen der Christenheit, der an Pfingsten angefangen hat. Und die erste Bibelstelle ist mir sehr wichtig, weil sie uns hilft, bestimmte Dinge vielleicht besser einzusortieren. Paulus schreibt an seinen Mitarbeiter Timotheus: Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und Besonnenheit. In diesen Tagen haben viele Menschen Furcht und sorgen sich. Und hier ist ein Gegenmittel, sich dem Heiligen Geist zu öffnen, der uns mit seiner Kraft und seiner Liebe und seiner Besonnenheit erfüllen möchte. Und wenn man sich so die christliche Landschaft anguckt und auch wenn ich mein eigenes Leben angucke, dann stellt man fest, dass die meisten vielleicht so zwei von diesen dreien in ihrem Leben schon ziemlich gut entwickelt haben. Es gibt also Leute, die haben sehr viel Kraft. Die wissen um die Kraft des Geistes, die haben Vollmacht und die haben vielleicht auch sehr viel Besonnenheit, die sind gut organisiert und vernetzt und haben gute Gemeindeprogramme, aber vielleicht fehlt die Liebe. Nach dem Motto, wir haben gebetet, du wirst nicht geheilt, hast du wohl nicht genug geglaubt. Das ist nicht liebevoll, das ist nicht barmherzig. Vielleicht gibt es Menschen, die sind sehr besonnen, die haben sehr viel Liebe, kümmern sich um andere und mit denen ist man gerne zusammen. Aber sie wissen vielleicht noch nicht so viel um die Kraft Gottes. Und so kann man das fortführen und ein nachhaltiges und ganzheitliches christliches Leben, dass wir möglichst alle drei Aspekte in unserem Leben entfalten und kultivieren. Und diese drei Dinge sich einander durchdringen und begegnen und als Katalysator wirken. Und ich möchte euch heute ein bisschen provozieren mit einem Wort, das Jesus gesagt hat. Da kommen wir jetzt zur ersten Folie. Und da sagt Jesus zu den Theologen seiner Zeit in Jerusalem: Ihr kennt weder die Schrift noch die Kraft Gottes. Nun würden wir ja für uns in Anspruch, wir Christen, dass wir die Schrift sehr gut kennen und dass wir auch diesem Anspruch gerecht werden, die Schrift zu kennen. Aber der andere Anspruch, den Jesus hier äußert, der ist genauso wichtig aus meiner Sicht, nämlich die Kraft Gottes zu kennen. Sollte uns das auch wichtig sein. Ich habe mich jedenfalls entschieden, dass Gott mir möglichst diesen Vorhalt nicht machen soll. Du kennst weder die Schrift noch die Kraft. Also beides ist wichtig und beides sollten wir beachten und das Herzensanliegen Jesu befolgen. Und dass wir beides kennen, dass wir als Gemeinsohn dafür bekannt sind, dass wir sowohl die Schrift als auch die Kraft Gottes kennen. Und wie das geht, das wurde ja in dem Einspieler für die Kinder sehr gut gezeigt. Die nächste Bibelstelle ist vom Apostel Paulus, der uns im 1. Korinther 14 sagt: Strebt nach der Liebe, eifert aber auch die Geistesgaben, besonders aber, dass ihr weissagen könnt. Das finde ich eine relativ spannende Bibelstelle. Warum der Text so interessant ist, vor allen Dingen die Gemeinde, die Korinther, ich sage das jetzt mal so salopp, so als Berliner, das waren richtig. Die eine wollte geistlicher sein als der andere, aber das moralische Leben war auch nicht so wirklich intakt. Und anstatt der Paulus aber sagt, Leute, macht den Laden dicht, das wird nichts, ihr seid da kein Zeugnis, ermutigt er sie umso mehr zu sagen, bleibt dran. Und wenn wir uns die drei Kapitel, ja, 1. Korinther 13, das hohe Lied der Liebe, und da sehen wir diesen Dreiklang, den er auch an den Timotheus schreibt, nämlich Kraft, Liebe und Besonnenheit. 1. Korinther 12, wer das Kapitel kennt, ist das Kapitel, in dem Paulus über die Kraft Gottes, über die Geistesgaben redet. 1. Korinther 13, das Kapitel der Liebe. 1. Korinther 14, das Kapitel der Besonnenheit. Da schreibt Paulus nämlich, wie man in einem Gottesdienst, zumindest wie die Korinther das machen sollen, wie man in einem solchen Gottesdienst die Gaben anwendet, damit es kein Chaos gibt, sondern dass Leute da auch mitkommen können und das alles in einer guten Ordnung und zum Frieden dienend ablaufen kann. Aber das Interessante ist hier die Verben. Streben
und Eifer. Nun sind Streber ja nicht unbedingt Leute, mit denen man sich zusammentut, aber hier soll man ein Streber sein. Hier soll man streben und eifern. Was ich damit sagen will, ist, das fällt nicht schicksalhaft vom Himmel. Es ist nicht so, dass die einen haben es und die anderen haben es nicht. Die mag Gott, die mag er nicht. Oder die kriegen es nicht. Und ich habe noch nie was gespürt und so weiter. Dass Gott macht eigentlich keine Unterschiede. Und es gibt einen Anteil, den wir als Christen haben. Was nicht bedeutet, dass Gott gar nichts macht. Aber wenn wir die Bibelstellen uns anschauen, die von Paulus war jetzt die erste, die wir hier gesehen haben, dann verstehe ich das so, dass auch wir aktiv sein sollen. Und das schreibt uns zum Beispiel auch der Judas in einem Brief, den man nicht oft in einem Gottesdienst hört, weil er a. recht kurz ist und b. Der Mittelteil auch nicht immer so leicht zu verstehen ist. Aber ich lese mal meine Übersetzung vom Schlussteil vor. Den finde ich total spannend. Und das gibt uns so einen Schlüssel, wie wir geistlich unser geistliches Leben kultivieren können. Also, ihr aber, meine Lieben, schreibt er am Schluss, aufbauend euren allerheiligsten Glauben, euer Vertrauen zu Gott, betend im Heiligen Geist, bewahrt euch in der Liebe Gottes. Erwartend, im Griechischen heißt es sowas Ähnliches wie willkommen heißend, die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Also, wie, das ist der Imperativ hier, wie bewahrt man sich in der Liebe Gottes? Wie geht das? Und Judas gibt hier sehr schöne, so drei Punkte, geistliche Fitness. Bau deinen heiligen, gottgewirkten Glauben auf, dein Vertrauen zu Gott. Suche dir Mittel, Methoden, die für dich gut sind, dass dein Glaube steht, dass dein Vertrauen zu Gott aufgebaut wird. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Gemeinschaft, Schriftlesung, Gebet und so weiter. Aber dann sagt er hier, betet im Heiligen Geist. Was ist das? Das schließt das Sprachengebet ein. Wenn du das Sprachengebet hast, dann bete in Sprachen, du betest die Geheimnisse Gottes. Wenn nicht, kannst du alles beten, was der Heilige Geist dir eingibt. Du kannst üben und lernen, ich möchte der Partner des Heiligen Geistes sein. Ich möchte seine Anliegen beten lernen. Und erwarten, willkommen heißen die Barmherzigkeit Gottes. Und da sind wir an einem kritischen Punkt. Was ist unser Gottesbild? Was passiert, wenn wir beten? Was erwarten wir? Dass Gott uns zurechtweist, dass er uns kritisiert, dass er uns eine Liste vorhält, was wir heute wieder alles falsch gemacht haben? Oder was heißen wir willkommen? Und das ist mein Appell, meine Challenge an dich. Lege den Schalter um. Erwarte, dass Gott dir mit seiner Barmherzigkeit begegnet. Immer und immer wieder, denn das will er. Und wir haben ja da oft so ein kleines Ding am Laufen. Ne? Es geht ja immer so um unsere Motive. Wird Gott mich hören? Wird er reagieren? Und damit komme ich schon zur letzten Bibelstelle. Die schauen wir uns aber etwas länger an. Denn hier geht es ans Eingemachte, weil Jesus seinen Jüngern da was beibringen will. Das ist eine meiner Lieblingsstellen. Lukas 11. Und da geht es darum, dass Jesus erstmal das Vaterunser den Jüngern beibringt, denn die fragen, wie betet man denn jetzt richtig? Und jetzt stellt euch bitte vor, mit mir gemeinsam, Jesus steht da mit seinen Jüngern. Lass mal so einen Film vor deinem geistigen Auge ablaufen. Denn vielleicht ist es so, dass Jesus gemerkt hat, die Jünger schnallen noch nicht genau, worum es Jesus geht. Und er sagt dann zu ihnen weiter, wenn jemand einen Freund hätte und um Mitternacht zu ihm ging und sagte, lieber Freund, leih mir drei Brote, denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und der drinnen würde antworten, nerv mich nicht. Also in der Bibel heißt es ein bisschen frömer, heißt es, mache mir keine Unruhe, aber es heißt eigentlich, nerv mich nicht. Die Tür ist schon abgeschlossen, meine Kinder und ich liegen schon zu Bett, ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich weiß ja nicht, wo du jetzt gerade bist. Vielleicht bist du in der Küche beim Frühstück, vielleicht liegst du gemütlich im Bett oder bist irgendwo unterwegs und hörst dir das alles an. Jetzt stell dir aber mal vor, besonders die, die kleine Kinder haben. Und damals haben die Kinder ja mit den Eltern im Bett gelegen. Stell dir vor, deine Kinder sind klein und die sind gerade eingeschlafen. Kennst du den Moment? Ja, endlich, endlich. Und da klopft es. Da klopft der Nachbar, da klopft der Freund. Dieses Gefühl, um das geht's, das will Jesus hier klar machen.
Und der Freund will eigentlich nicht helfen. Und ich finde es interessant, dass Jesus immer, wenn es um Gebet geht, solche Beispiele benutzt, wie zum Beispiel mit der bittenden Witwe, die den Richter, Gott, in diesem Fall so lange nervt, bis sie ihr Recht bekommt. Und Jesus will, glaube ich, damit so ein bisschen gegensteuern und konterkarieren, dass wir uns immer fragen, na, ist Gott jetzt so in der richtigen Stimmung, jetzt meine Gebete zu erhören? Und er sagt eigentlich, so wie bei der Witwe und auch hier, ich sage euch, wenn er schon nicht aufsteht, weil er der Freund ist, weil die Beziehungsebene stimmt, dann wird er doch wegen des unverschämten Drängens, sondern weil er genervt wird, wird er aufstehen und der andere kriegt, worum er gebeten hat. Das heißt, Gott wird hier mit einem gleichgesetzt, der eigentlich gar nicht helfen will. Aber jeder weiß natürlich, Gott ist nicht so. Gott ist anders. Aber Jesus will sagen, er wird das bekommen. Und ich kann mir vorstellen, dass die Jünger ungefähr jetzt. Und Jesus merkt, er muss, und er sagt das, was wir alle kennen. Aber das ist der Kontext. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, öffnet. Das ist eine geistliche Zusage. Denn, und er wiederholt es wieder, weil er offensichtlich merkt, ich muss hier bei den Jüngern durchkommen. Und das ist so entspannt, weil Gott so lange dranbleibt, bis er weiß, wir haben es geschnallt. Und er wird auch bei dir dranbleiben. Denn er sagt, wer bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Und offensichtlich ist Jesus immer noch nicht zufrieden mit dem Resultat, denn er fügt an, denn wo gibt es denn sowas? Einer eurer Söhne bittet den Vater um Fisch und er gibt ihm eine Schlange? Rhetorische Frage, nein natürlich. Oder gibt ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion? Nein. Und Jesus sagt, schaut mal, wenn das bei euch schon nicht so ist und ihr seid Menschen, ihr seid unter der Sünde, wie viel mehr wird der himmlische Vater euch das geben, worum ihr bittet? Und zwar den Heiligen Geist. Hier geht es nicht um einen Mercedes, eine größere Wohnung, eine noch hübschere Frau und noch mehr entzückende Kinder, die sich ordentlich benehmen, sondern es geht um den Heiligen Geist, den du brauchst, damit du ein christliches Leben in Vollmacht, in Liebe und in Besonnenheit führen kannst. Und dass es eben nicht deine Kraft ist, nicht deine Liebe und nicht deine Besonnenheit, sondern die direkt von Gott kommt. So, was lernen wir jetzt daraus? Was ist die Konsequenz? Und damit bin ich am Anfang, nicht am Ende, sondern der Anfang ist, jetzt bist du dran, jetzt sind wir dran. Was sagt Jesus? Nehmen wir das ernst. Wenn wir ihn einladen, den Heiligen Geist, dann kommt er. Da, wo du bist. Du kannst jetzt kurz mal die Sachen weglegen, die du gerade machst. Wenn du das hinkriegst, wenn das möglich ist, mach das Bügeleisen lieber aus. Und wir wollen einfach jetzt einen Augenblick haben, wo wir ihn einladen. Danach werden wir noch eine Lobpreiszeit haben. Da können wir das alles mit hineinnehmen und ihn ehren und uns öffnen. Aber ich möchte jetzt, dass wir hier im Raum und da, wo du jetzt gerade bist, mal kurz die Augen schließen und ihn einladen. Jesus, komm mit deinem Heiligen Geist. Du wirst eine Gemeinde, die in Vollmacht begonnen hat, nicht in Schwachheit enden lassen. Heiliger Geist, wir bitten dich, erfülle uns neu, heute Morgen, heute Mittag, an diesem Tag, da, wo wir sind. Komm in unsere Herzen, komm in unser Wesen, erfülle den Tempel, den du geschaffen hast. Komm mit deiner Vollmacht, komm mit deinem Frieden, treibe die Furcht aus. Wir wollen jetzt einfach einen Moment stillhalten und vielleicht spürst du Frieden, vielleicht spürst du seinen Trost, seine Hoffnung. Lass ihn dir dienen. Danke, Herr, für dein großes Geschenk. Ich bete für alle, die mich gesehen und gehört haben, für alle Gemeindeglieder der Christusgemeinde Barmbek Nord, dass du sie erfüllst neu mit deiner Kraft, mit deiner Liebe, dass du alle Gaben, die du schenkst, in ihnen freisetzt, dass du die Furcht beiseite räumst und die Freude und die Vorfreude freisetzt, neue Abenteuer mit dir zu erleben.
Ich preise dich, dass du das möglich gemacht hast, dass das dieser Tag ist, den wir heute feiern können, dass du angefangen hast zu wirken und nicht aufhörst, bis du wiederkommst. Amen.